Noch heute erinnert ein Gedenkstein an dieses fast nationale Ereignis. Heute allerdings wird keinem tödlich verunglückten Rennfahrer mehr ein Denkmal gesetzt. Es sind zu viele geworden. Schon immer wurde in Autorennen bis an die Grenze der technischen Möglichkeiten, aber auch bis an die Grenze des eigenen Könnens gefahren. Bernd Rosemeyer zählte zu den Großen im Rennsport. Seine Heirat mit der damals ebenso berühmten Fliegerin Elli Beinhorn schien dieses Glück zu besiegeln. Wir fragten die Witwe, die heute über 70-jährige Elli Rosemeyer Beinhorn: Wie sehen Sie aus der heutigen Sicht die Rennfahrerei Ihres damaligen Mannes? Das heißt, empfanden Sie es als Fliegerin gefährlich oder nicht? Ich fand es ungeheuer gefährlich, viel gefährlicher als die Fliegerei je erschienen ist und auch je gewesen ist. Und Bernd ist ja auch selber geflogen, er war schon geflogen mit Udet und hatte sowieso schon den Plan, selber zu fliegen. Das kann man überhaupt gar nicht vergleichen mit meiner Fliegerei, denn ich bin ja immer alleine geflogen und habe mir die Aufgaben gesucht, von denen ich also glaubte, mit ihnen fertig zu werden. Aber das ist im Grand Prix-Rennen etwas völlig anderes. Haben Sie nie versucht, ihn von der Rennfahrerei abzuhalten? Nein. Nein, auf den Gedanken wäre ich gar nicht gekommen. Denn ich habe ihn ja als Rennfahrer geheiratet, obwohl ich ganz andere Einstellung zu Autorennen hatte. Und ich finde also, dass die meisten Dinge, die auf eine Massensensation ausgerichtet sind, liegen mir weniger. Haben Sie damals eigentlich immer an den Boxen gestanden oder waren Sie? Ja, gezittert. Zwar eben besonders beim Start. Der Start war fürchterlich, besonders also auf dem Nürburgring, wo man also dann diese zig Wagen also losschossen und von 0 Kilometern im Nu auf 200 und mehr waren und dann also nach der ersten Kurve sofort hinter den Boxen wieder durchkam. Das war immer so ein Ding. Ich bin also weiß Gott nicht von der rührseligen Truppe, aber das ging also niemals so ganz ohne Tränen ab. Frau Rosemeyer-Beinhorn, Sie die wagemutige Fliegerin, wir sagten es schon, er der Rennfahrer. Wie war das eigentlich? Hat Ihr Mann damals geglaubt, dass vielleicht Ihre Fliegerei gefährlicher sei als seine Rennfahrerei? Das ergab sich nur bei besonderen Gelegenheiten. Es war also einer dieser albernen Zufälle. Ich hatte einen Geschwindigkeitsflug, damals 3 Erdteile an einem Tag allein, also Asien, Afrika, Europa, Deutschland, Berlin. Und Bernd hatte ein Rennen zu fahren an der Westküste von Italien, dass er nach ein paar Runden zu dem sehr verständnisvollen Dr. Feuer, also dem Rennleiter, gegangen ist und hat gesagt: Feuerfresser nannten wir ihn, seien Sie mir nicht böse, ich kann heute nicht fahren, es hat keinen Zweck, setzen Sie jemand anders drauf, was dann auch geschah. Und als ich dann zurückkam, es hatte alles geklappt, da hatte Bernd ein ganz kleines Gesicht gekriegt in diesen paar Tagen. Und dann hat er gesagt, das darfst du nie wieder machen. Du darfst nie wieder allein so weit wegfliegen mit solchem erhöhten Risiko. Ich konnte natürlich in Deutschland, Europa später hinfliegen, aber normal, aber nicht an Zeit, also mal irgendwelche Rekordvoraussetzungen gebunden oder lange über das Wasser allein. Nun standen Sie ja einige Jahre später vor dem Problem, nun auch einen rennfahrenden Sohn zu bekommen. Ja, das war schon eine böse Zeit. Das war eine ganz böse Zeit. Und zwar in der Hauptsache deshalb, weil er ja vom Start weg mit dem Namen Bernd Rosemeyer belastet war. Ich habe absichtlich, ich habe ihn nie mitgenommen, solange er jung und klein war, auf die Rennplätze. Also schließlich ist er dann doch gegangen und dann kam also alles das in geballter Form auf ihn zu, was ich versucht hatte, 21 Jahre nach Möglichkeit zu verhindern. Er bekam fast alle Autos. Außerdem hatte er ja auch einen sehr, sehr guten Fürsprecher und Freund, nämlich den später
auch tödlich verunglückten Graf Berge von Trips, die beide mit waren. Mit dem er zu verschiedenen Rennen zusammen war, die haben auf einem Zimmer gewohnt. Das war also dann der ausschlaggebende Moment, dass für ihn mit einem Schlag der Traum von der Rennfahrerei zu Ende war, als der Graf Berge von Trips tödlich verunglückte. Und damit wurde dann also der Weg frei zu einem ausschließlichen, also neben all seinen sportlichen Aktivitäten, seinem Interesse für seinen Beruf. Inzwischen ist er Professor der Orthopädie. Oberbayerische Idylle. Am Fuß der Zugspitze Greinau. Hier ist seit Jahrzehnten die Rennfahrerfamilie Stuck zu Hause. Altmeister Hans Stuck Senior gehörte zu den erfolgreichsten deutschen Rennfahrern seit Ende der 30er Jahre und fuhr noch bis zu seinem 60. Lebensjahr Bergrennen. Frau Christa Stuck heute. Ich meine, ich habe ja vorher gewusst, ich heirate einen Rennfahrer. Also ich muss ja mit der Angst leben und mit dem Beruf leben. Ich habe es wohl versucht als liebende Frau. Aber ich meine, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich seine Einstellung zu diesem Beruf und zu dem Rennen doch nicht ändern kann. Frau Christa Stuck pflegt das Anwesen, um das es nun stiller geworden ist, das aber jahrzehntelang Treffpunkt internationaler Rennfahrer war und wo sie ihr Leben mit einem Rennfahrer verbrachte. Wie empfanden Sie das, als Frau mit einem Rennfahrer verheiratet zu sein? Also zuerst war es für mich natürlich völlig ungewöhnlich, da ich von Schlesien komme, wo es keine Autorennen gab, und ich fand es so aufregend und entsetzlich und gefahrvoll, denn das erste Rennen, was ich mit meinem Mann miterlebte, war der Große Preis von Bern 1948, wo drei Freunde von ihm tödlich verunglückten. Und daraufhin habe ich gesagt, nie mehr ein Rennen. Und es dauerte auch eine ganze Zeit, bis mein Mann mich wieder zu einem Rennen mitbekam. Das war Gottlob ein Bergrennen, was also nicht so gefährlich war. Und auch die ganze Milieu, das ganze Atmosphäre war ruhiger und so weiter. Und von da an bin ich eigentlich bis zu seinem 60. Lebensjahr immer zu jedem Rennen mitgegangen. Allerdings während der Schwangerschaft, wie ich meinen Buben erwartete, das war das einzigste halbe Jahr, wo ich nicht mitgefahren bin. Nun wurde dieser Bube, Hans Stuck Junior, größer und eines Tages wollte er auch Rennen fahren. Was sagt man dann als Mutter, wenn man den Mann gerade davon ab hat? Ja, das ist, war ein solcher Schock für mich und das war so entsetzlich für mich und ich habe also mit allen Mitteln versucht, also das zu verhindern und irgendwie ihn auf eine andere Idee zu bekommen, aber ich habe gegen zwei so starke Männer kämpfen müssen und ich konnte trotz aller Bedenken und so, konnte ich das also nicht abwenden und es kam also so, wie es kommen musste und mein Sohn wurde also auch Rennfahrer, zu meinem größten Entsetzen, und es war schon sehr schlimm. Ich muss eigentlich sagen, obwohl ich wirklich eine ganz wunderbare Ehe hatte und meinen Mann sehr, sehr geliebt habe, ich habe noch mehr Angst eigentlich nachher um meinen Sohn gehabt. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil er eben so ungestüm war und ich ja meinen Mann geheiratet habe, der war doch schon etwas älter und erfahrener und ich meine, kannte das Risiko, während der Hans-Joachim ja der ja ganz jung dahin und ist ja also da losgegangen und ich meine, ist ja auch genug rausgeflogen und daher wahrscheinlich die Angst, weil ich die größere Gefahr sah. Unterhalten sich Mutter und Sohn heute manchmal über Rennen, schaut die Mutter Fernsehübertragungen zu, wie sieht das Leben jetzt aus, wenn sie nicht mehr auf ihren Mann, aber auf den Sohn schauen muss? Also ich schaue mir schon Rennen an, muss ich aber hinzusagen, beim Fernsehen, also selber hinfahren tue ich nicht, ist mein Sohn so rührend, nach jedem Training und nach jedem Rennen ruft er mich an und sagt, alles okay, ich bin ausgefallen oder ist alles gut, ja, und ich habe gewonnen und die Sendung im Fernsehen kommt ja später. Also kann ich dann beruhigt mir das anschauen. Wenn ich es vielleicht nicht wüsste und mir das Rennen ansehen müsste und weiß nicht, wie der Ausgang ist, wie es früher bei den Formel-1-Rennen war, wie mein Sohn noch Formel-1-Rennen fuhr, war das schon sehr schlimm. Das habe ich mir also, wenn ich nicht musste, doch nicht angesehen. Hans hat ja bisher wirklich sehr viel Glück gehabt.
Haben Sie mit ihm schon mal wieder darüber sprechen können, dass er aufhören soll? Also das ist ein Thema, was wir beide nicht berühren. Das habe ich bei meinem Mann sehr oft probiert, der ja nun bis zu seinem 60. Lebensjahr gefahren ist. Und da bin ich immer auf Granit gestoßen. Und ich habe bei meinem Buben, wie der anfing, auch mich da mal rein gemischt in das Gespräch und so. Aber das fange ich gar nicht an, weil ich genau weiß, dass ich auf Granit stoße. Und ich meine, dass er doch vielleicht so weit ist, dass er selber den Zeitpunkt bestimmen wird und weiß vielleicht, wann er aufhören wird. Das hoffe ich natürlich, dass es möglichst bald ist. Waren die beiden Männer in ihrer Stärke immer in der Lage, ihnen klarzumachen, dass Rennfahren eigentlich gar nicht so gefährlich ist? Also die haben es versucht, mir die Angst zu nehmen, aber gelungen ist es ihnen nicht. Ich habe eigentlich immer Angst gehabt. Wie war das denn bei Ihnen? Hat Ihr Mann auch gesagt, Bergrennen sind nicht gefährlich und der Hans Junior später, Touren waren sind nicht gefährlich? Das haben beide gesagt. Und zwar hat mein Mann immer gesagt, ich bin lieber allein auf der Straße und fahre gegen die Uhr als in einem Rudel. Und mein Sohn ist eigentlich komischerweise nie oder ganz wenig Bergrennen gefahren und hat eigentlich nicht von Angst oder irgendwas gesprochen, eigentlich nie. Hat Ihr Sohn eigentlich selber eine Erklärung dafür, dass er etwas häufiger als andere vielleicht den Ausflug in die Wiese gemacht hat, wie man so schön im Rennfahrerjargon sagt? Ja, ich meine, vielleicht ist er wollte halt der Schnellste sein, nicht? Und es ist vielleicht auch eine Temperamentssache. Und vielleicht kommt es auch daher, weil er Gottlob, ich muss zwar klopfen, ja Gottlob nie einen schweren Unfall hatte und deshalb vielleicht mehr riskiert hat als andere oder mehr, als er es meistern konnte und deswegen öfters mal in den Leitplanken oder in der Wiese gelandet ist. Da ja alles gut gegangen ist, war ich halt still und ruhig und dachte, also habe nur mal gehofft und habe meine Kerzchen gestiftet, damit nichts passiert und es ist ja Gottlob alles bis jetzt gut gegangen. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Aber wie sehr auch reaktionsschnelle und gute Rennfahrer mit äußeren Umständen, wie zum Beispiel mit regennassen Pisten zu kämpfen haben, zeigen diese Bilder. Der Hans macht das schon, keine Sorge. Beruhigung einer Rennfahrerfrau an der Piste. Ob das für Marion Heyer, Frau des mehrfachen deutschen Meisters Hans Heyer, wirklich ein Trost ist? Aber hier fährt Hans wieder einmal einem Sieg entgegen. Zu Hause ein ganzes Zimmer voller Pokale und der Erfolgreiche mit strahlendem Lächeln. Der Sieg ist natürlich jedes Mal wie eine Erlösung und man ist nachher richtig ausgeglichen und zufrieden. Heyer Junior, Kenneth David, war auch schon mit an der Rennstrecke. Und wir fragten die Mutter, Frau Marion Heyer. War Ihnen klar, dass Autorennen auch gefährlich sein können? Ja, natürlich. Ich meine, ich fahre ja selbst Auto. Und ich habe mir das dann auch richtig angesehen und die Autos sind sehr schnell und die Kurven werden schnell bewältigt. Und wenn man das nicht sieht, dann hat man gar keine Ahnung vom Autofahren. Aber es hat mich damals anfangs, weil ich eben zu wenig von dem Rennsport verstand, noch nicht so sehr belastet. Aber nachher, je mehr ich von dem Rennsport verstand, von der Technik und von der Konkurrenz her, hat mich das natürlich immer mehr belastet. Und ging mir auch immer nervlich etwas näher. Gab es dafür besondere Anlässe? Ich meine, hat sich Ihr Verhältnis oder Verständnis zum Rennen zum Beispiel durch einen Unfall Ihres Mannes oder so geändert? Ja, bis zum ersten Unfall war ich eigentlich noch etwas unbeschwert, könnte man es bezeichnen. Und nach dem ersten Unfall am Nürburgring meines Mannes war ich also so erstmal deprimiert, dass es doch passieren kann, was ich eigentlich vorher nicht so stark in Erwägung gezogen habe. Und dann habe ich eine ganze Zeit gebraucht, um den Unfall zu verkraften.
und habe danach also den Platz an der Box nicht mehr verlassen, habe ständig jede Runde darauf gewartet, dass er eben vorbeikommt und dass ich direkt an der Box mitbekam, ob alles in Ordnung ist und alles an dem Wagen auch stimmte. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Warum glauben Sie, dass es besser wäre, wenn Sie an den Boxen sind? Glauben Sie, dass Sie im Notfall helfen könnten? Oder? Nein, man bekommt an der Box direkt Bescheid, ob das Auto, wenn er jetzt mal nicht vorbeikommt, ob das Auto einen technischen Defekt hat oder ob er verunglückt ist. Und an der Box sieht man nicht die gefährlichen Ecken und die gefährlichen Kämpfe, weil das ist ja immer eine lange Gerade. Und man sieht eben nur vorbeihuschen und man weiß, aha, er sitzt noch drin, alles okay. Ich möchte also gar nicht so sehr viel von dem Rennen selbst mitbekommen, weil mich das doch nervlich sehr belastet. Sie waren ja einige Jahre mit Hans zusammen und etwas später haben Sie dann auch ein Baby bekommen, das jetzt 18 Monate alt ist. Und da gab es doch mal eine Situation, dass das Baby noch sehr klein war und Sie dabei einen Unfall gesehen haben. Wie war denn das denn? Ja, ich hatte das Kind vor dem Bauch gebunden in diesem Tragehöschen und wollte mich gerade hinsetzen. Und dann sah ich auch schon, wie sich das Auto meines Mannes überschlug am Norrisring. Und ich habe also die Luft angehalten und habe nur auf den Sprecher gehört und hörte dann auch relativ schnell, dass er also ausgestiegen ist, den Arm hochgehoben hat und dass er unverletzt ist. Dachte aber dann im gleichen Moment, oh weh, der ist sicher wieder von oben bis unten grün und blau. Und habe dann versucht, bis zu den Boxen durchzukommen, weil mit dem Kind darf man nicht an die Box. Und habe dann von den Mechanikern erfahren, dass er also wirklich ganz okay ist. Und ich konnte mir das Auto erst Stunden später ansehen. Und als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht, na ja, der war wirklich noch nicht fällig, weil das Auto war so kaputt, dass es ein Glück war, dass er da noch heil ausgestiegen ist. Wenn man ein Kind hat und Mutter ist, kriegt man zu dieser Rennfahrerei des Mannes ein anderes Verhältnis als vorher? Würden Sie zum Beispiel gerne haben, dass Ihr Mann jetzt, wo das Kind da ist, aufhören würde mit dem Rennfahren? Einerseits ja und andererseits nein. Es wäre natürlich schön, wenn er sich frei dazu entschließen könnte, von dem Rennsport Abschied zu nehmen, mit innerer Überzeugung. Und auf der anderen Seite möchte ich es nicht, wenn er nicht dazu bereit ist, sondern nur wegen des Kindes oder mir, weil ich glaube, dass er dann ein nicht mehr so ausgeglichener und ausgefüllter Mensch ist wie bisher. Sagt der Hans Ihnen, dass er eigentlich nie bis an die äußerste Grenze gehen würde oder wird oder sowas? Nein, das sagt er nicht. Also er ist kein Mann, der versucht, mich zu beruhigen, indem er mir Dinge erzählt, die er also nicht macht. Er sagt also, dass er schon bis zum äußersten Limit im Kampf fährt, dass er aber wüsste, was er macht. Aber haben Sie schon mal daran gedacht, dass Ihnen jemand anders anrempeln oder irgendwas veranstalten könnte, worauf Hans gar keinen Einfluss hat? Ja, das ist ja auch schon geschehen, auch am Norrisring damals. Und ich meine, er hat sich da auch ganz gut noch herausmanövriert. Und er kennt das vom Kartsport her, da wird ja also viel mehr gerempelt und aneinander gefahren. Und er weiß schon auch, wie er das Auto abfängt oder dann noch aus der schlimmsten Situation das Bestmöglichste macht. Haben Sie sich mal mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass doch was passieren könnte? Ja, da denkt man wohl öfter dran. Ich meine, ich glaube auch, unsere Ehe ist nicht so wie die Ehen mancher Leute, normaler Leute. Wir zeichnen uns durch den Rennsport etwas außer der Norm. Weil bei uns entfallen vielleicht viele Kleinigkeiten, die in anderer Ehe zu Streitigkeiten führen, weil wir zum Wochenende hin konzentriert sind und denken, man braucht da Nervenkraft und wenn eben mal was passiert, dann sich um Kleinigkeiten zu streiten, empfinden wir dann als lächerlich. Man wird da vielleicht etwas großzügiger und man hat eine andere Einstellung, auch in der Ehe, durch den Rennsport. CinemaScope erprobte Traumkulisse am Mittelmeer. Einer der erfolgreichsten deutschen Rennfahrer auf internationalen Pisten, Jochen Maas, lebt in Südfrankreich. Hier lebt er mit Esther, einer Südafrikanerin, seinen zwei Kindern und mit seinem Dreimast-Segelschiff Aquila Marina. Die seetüchtige Yacht wird von zahlungskräftigen Gruppen auch geschartert.
Hier in Südfrankreich tankt Jochen Maas zwischen den Rennen auf und hier lebt er mit seiner Familie, wie er sagt, obwohl er mit seiner Lebensgefährtin Esther nicht verheiratet ist. Im Hafen von Villefranche fragten wir Esther. Esther, als Sie Jochen kennenlernten, hatten Sie da eigentlich Ahnung von der Gefährlichkeit des Rennfahrens? Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich war auch noch nicht auf einem Rennen und das sagt mir überhaupt nicht. Ich war ganz dumm am Anfang. Der nächste Rennen, das war im Silverstone, und da konnte ich jedes Mal rein und wechseln Reifen. Habe ich gefragt, na, warum dann? Ich wechsle nur, wenn ich eine Platte hat, naja. Sind Sie lieber zu Hause oder sind Sie lieber an den Boxen, sind Sie lieber dabei? Am Anfang war ich gerne dabei, habe viel gelernt über das Sport und Leute kennengelernt und so weiter. Das war wichtig, glaube ich, für mich auf jeden Fall, weil ich wusste überhaupt nichts davon. Und naja, jetzt haben wir zwei Kinder, bleibe ich lieber zu Hause, glaube ich. Würden Sie es lieber sehen, wenn er jetzt nicht mehr fahren würde? It's a very difficult question. Das ist eine sehr schwierige Frage an eine Frau. To the wives or to the women, because on the one hand it's a passion. Einerseits ist es natürlich der Beruf des Mannes und ich habe kein Recht dazu zu sagen, hör jetzt auf. Diese Entscheidung muss er selber treffen. Wenn ich es ehrlich entscheiden könnte, wir wären alle viel glücklicher ohne Rennen. Nun sind Sie ja mit Jochen im Moment noch nicht verheiratet. Wäre das Verheiratetsein für Sie eine größere Sicherheit oder spielt das gar keine Rolle? Ach, das spielt gar keine Rolle. Sicherheit ist relativ, glaube ich. In so einem Beruf auf jeden Fall. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie wissen, dass der Jochen ein Rennen fährt? Er fährt also hier weg und Sie sehen ihn 3-4 Tage nicht mehr. Was hat man da für Empfindungen? Woran denken Sie? Haben Sie Angst? Warten Sie auf seinen Anruf? Wie fühlt man sich in dieser Zeit? Well, normally. Normal. Ich habe viel zu tun zu Hause und mit den Kindern. Und er geht zum Rennen wie ein Mann, der ins Büro geht. Er tut seine Arbeit. Er fährt ein anderes Rennen. Und er erklärt seinen Kindern, Daddy geht zum Rennen. Er ruft jeden Tag an und sagt, wie es war. Welche Zeit er gefahren ist, welche Probleme sie hatten. Er lässt mich teilhaben. I appreciate it very much, at least. And then the race starts. And of course the race day, there's always... I don't think one should talk about Man sollte Angst. Dabei nicht über Angst reden. It's more, es ist mehr Spannung. Spannung. Huh? Because already the race Der Start, and the start das Rennen, die ganze Atmosphäre ist spannungsgeladen. And of course you are tense, not because of any fear. It's just the build-up. Build up to something. Ich bin nach dem Rennen erschöpfter als Jochen. I'm more tired after the race than Jochen, because it's over, yeah. Haben Sie schon mal daran gedacht, dass doch was passieren könnte? Doch, ja. Stellen Sie sich irgendwie innerlich darauf ein, oder wie werden Nein. Sie damit fertig? Man darf nicht. Man darf nicht zu viel daran denken, da es gibt immer eine Möglichkeit. Aber man lebt damit zusammen. Ne? Das ist vielleicht, it's perhaps more accentuated because Rennen it's ist racing. Eben ein viel gefährlicherer Sport als Profi-Tennis spielen. It's a dangerous sport, which I agree. It's more dangerous than being a professional tennis player. But it's something man you hat es zu meistern, von Anfang an. Die Situation kann wie ein Test sein. I would like to think that I would be able to cope with the situation. When the worst comes to the worst, but you will never know until you are put through the test. Jetzt hören wir jetzt zwei
Söhne, zwei Jungs. Können Sie sich vorstellen, dass einer von diesen beiden Jungs mal Rennfahrer würde? Habe ich auch früher gesagt, das ist, glaube ich, viel, viel schlimmer und viel schwerer für eine Mutter, ihren Sohn als Rennfahrer zu sehen, als zum Beispiel einen Mann. Als Jochen seinen schweren Unfall in Silverstone hat, da waren Sie gerade mit Ihrem ersten Jungen schwanger. Ja, so gerade 6 Monate. Ist das in diesem Moment besonders schwer oder was empfindet man dann als Mutter? War ich auch noch ganz dumm, glaube ich. Ne? Der hat einen Unfall gehabt und das war alles so ein Schock, aber ich habe das alles gut absorbiert, sagt man auf Deutsch, und habe ihn gesehen und gesagt, er hat Schmerz und so weiter. Vielleicht war es auch einfacher, weil ich, mein Vater ist auch Arzt, meine Mutter ist Krankenschwester und die ganze Familie, wir sind so aufgewachsen mit dieser Sache, ja. Mhm. Ja. Und es gibt immer keine Panik bei uns. Nach dem Unfall, während all der Monate des Gehtrainings, freute er sich auf seinen Sohn. After his accident, then having a son, which was a great joy, having him going. The son was born in December and January. Er wurde im Dezember geboren und im Januar begann die neue Saison. Jochen ging zurück, kletterte in sein Auto und war besser als zuvor. Das öffnete mir die Augen über den Mann, mit dem ich lebe. Ich bekam Respekt und das Gefühl dafür, wie tapfer die Leute sein müssen, auf diesen schmalen Grat zurückzugehen. Sie leben auf einem schmalen Grat, meint Esther, in realer Einschätzung der Gefährlichkeit des Rennfahrens. Solange es Autorennen gibt, werden immer wieder Frauen um Rennfahrer zittern. Werden Frauen immer wieder ein Leben mit dem Tod vor Augen führen. Aber vielleicht ist es ein intensives, aufregendes, schönes Leben. Das aber können nur die Frauen ermessen, die mit der ständigen Angst fertig werden müssen. Die anderen können es nur ahnen.